Willkommen zurück zu einer weiteren mysteriösen Folge Alone in the Dark. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Leute. Gewinnspiel läuft natürlich auch. Bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ihr könnt diese Spiele gewinnen für PC, PlayStation oder Xbox. Untersuche die Bilder. Diese Gemälde sind voll mit übel aussehender Fäulnis. Übel aussehender Fäulnis. Brauchen wir die mit Fäulnis? Aha. Da ist keine Fäulnis. Da ist Fäulnis. Okay, wir haben drei Namen. William, Franklin und Nora. Sind die hier drauf? Franklin. 9. Nora 4. Alright. Und eine 2. Wer war der Erste? William. Also 2. Franklin. 294. Jetzt gehen wir mal hier rein. 294. Das ist die 1. Das ist die 11. Okay, das ist die 9. Also das hier und die 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Das hier. Das hier. Und gelöst. Ey, die Rätsel sind ziemlich easy. Ein Schlüsselgegenstand. Strike Brush. Okay. Wie gesagt, das Spiel ist noch nicht offiziell draußen. Kann der eigentlich auch so zuhauen, wenn er keine Axt hat? Oh Gott, was ist das für ein Schlotter da oben. Welch widerlicher Schlotterer Dutsch. Kann ich durchlaufen? Autsch. Ich hätte es zerballern müssen, aber ich habe so wenig Munition. Okay, die Übergänge sind schon cool. Ich brauche den Schlüssel. Okay, hier brauchen wir den Schlüssel. Ist verrottet. Durch eine Art Fäulnis. Aber ich bin jetzt wieder in der normalen Welt, oder? Jetzt muss ich den Weg finden in den Weinkeller. Geht nicht. Dann war ja noch was im Garten. Okay, hier sind schon mal keine Monster. Ist das Blut? Hier runterspringen? Soll ich runterspringen? Ich kann nicht runterspringen. Ich hätte mich getraut. Fürs Protokoll, ich hätte mich getraut. Was soll ich machen? Die Schlüssel probieren? Funktioniert. Donde esta Bibliotheca? Verlorene Plantagen von Louisiana. Thierry Breclos, 1917. Der Seto war einst eine kleine Plantage an der Ostküste des Pontchartrain-Sees. Für Industrieanlagen schien das Land nicht geeignet, also wurde es im Jahr 1818 für nur $30 an Elijah Pickford verkauft. Pickford heuerte hunderte Arbeiter aus dem nahen New Orleans an, um den Wald zu roden und ein kleines Herrenhaus zu errichten. Es war auf den See ausgerichtet und bestach durch seine Fassade im klassizistischen Stil. De Sedo produzierte bis zum Bürgerkrieg durchgehend eine bescheidene Menge an Perique-Tabak und Indigo.
In der Zeit zwischen dem Unabhängigkeitskrieg und dem Bürgerkrieg war De Seto die Quelle vieler Gerüchte um Voodoo und Hexerei. Angeblich wurden immer wieder Menschen gesichtet, die nachts am See um Feuer herumtanzten und dabei blökten und wimmerten. Captain J.W. Norton von der Unionsarmee berichtet, wie er am 17. Juni 1862 einen Angriff auf De Seto durchgeführt hat, um die dortigen Sklaven zu befreien. Er griff von Schiffen aus an, die im Pontchartrain-See ankerten. Der Captain war sehr überrascht davon, dass die Arbeiter sich mit Feuereifer dagegen wehrten. Norton beschreibt diese Menschen als rasende Fanatiker. Pickford soll versucht haben, die Angreifer zu besänftigen, wurde aber in den Kampfeswirren erschossen. Captain Norton ließ ein brennendes Gebäude zurück und trat mit seinen Männern den Rückzug zu seinen Schiffen an. Mehrere Jahrzehnte lang war De Seto nur eine Ruine. Es gab einen langen Streit darum, wem das Land gehöre, und 1901 schließlich wurde es der Ledoux-Familie zugesprochen. In den Folgejahren gab es mehrere Polizeiberichte, als die Ledoux versuchten, auf ihrem Land lagernde Herumtreiber zu verscheuchen. Mehrfach rückte die Polizei an, um die Landfriedensbrecher zu vertreiben, aber diese kehrten immer wieder zurück. Inspektor Le Gras führte am 1. November 1907 einen schicksalhaften Einsatz an, um eine Reihe von Kindern zu retten, die von den Landbesetzern entführt worden waren. Dabei gab es viele Todesfälle und noch mehr Inhaftierungen. Im Folgejahr baute Ledoux De Seto wieder auf und nutzte dabei die vorhandenen Steinfundamente. Er ergänzte das Anwesen um einen umwerfenden Wintergarten mit schmiedeeisernem Gerüst. Das Farmland hatte sich der Sumpf lange zurückgeholt. Eine Plantage wäre also nicht mehr profitabel gewesen. Stattdessen wurde das Haus in eine Künstlerkolonie verwandelt. Die Astart-Künstlerkolonie war eine erfolgreiche Gruppe von Künstlern, zu der unter anderem der Maler Heinrich Kassel und die Poetin Nora Keith gehörten. Die Gruppe war außerdem für ihre Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Pontchartrain beliebt. Am 29. September 1915 schlug ein tropischer Sturm eine Schneise durch Louisiana und New Orleans, wurde von den Wassern aus dem See Pontchartrain überflutet. Da De Seto so abgelegen liegt, erfuhr die Außenwelt erst zwei Wochen danach davon, dass die Kolonie verlassen worden war. Die 12 Künstler waren alle spurlos verschwunden. Noch heute steht das leere Anwesen von De Seto an der Küste des Pontchartrain-Sees und seine Tempelfassade ist immer noch intakt. Die Familie Ledoux hat momentan kein Interesse daran, das Haus zu renovieren. Die Familie Ledoux. Oh. Ich finde es irgendwie geil, dass sie hier alles so einem wunderschön vorlesen lassen. Ist echt Luxus, muss schon sagen. Genauso wie diese super coolen Türen, die immer von alleine zugehen. Der Wintergarten. Jesus, nicht schon wieder. Füllt sich der Raum? Steigt das? Erinnert so ein bisschen an Silent Hill, ne? Okay, wir sollten schauen, dass wir hier rauskommen. Und zwar so schnell wie möglich. Richtiger Höllenort. Alles ist wieder cool. Was ja, so ein bisschen Silent Hill, so ein bisschen Resident Evil. Ist fest verkeilt. Ist fest verkeilt. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Hm. Waren wir hier schon? Ja, klar, waren wir hier schon.
Die zerbrochene Vase hier drüben. Wo ich was gefunden hatte. Und warum ist hier so ein diabolisches Flüstern? Der Baum, er flüstert alte Flüche aus Norlands. Ich will die Leiter aufstellen gehen, auf jeden Fall. Oder brauche ich die Leiter hierfür? Hm. Schlauch. Muss ich das fluten? Hm. Hm, wahrscheinlich. Eine mumifizierte Katze, sowas habe ich mir immer gewünscht. Und jetzt habe ich eine. Damit wird ein Kindheitstraum endlich wahr. Hier ist eine Menge Blut, also... Keine Fragen? Ich denke, wir werden auch viele Lücken haben, weil wir ihre Sicht nicht haben. Der Wasserschlauch. Okay. Was ist da für ein Ding drin? Ein Goblin? Ein Ghoul? Eine Katze? Ein Gobolek? Warum sollte das jemand so platzieren? So, ich habe zwei Teile. Detective Carnby tat sich schwer damit zu verstehen, was geschehen war. Es fühlte sich ähnlich an, wie als er in das französische Viertel gezogen worden war. Aber mit weniger Kraft und Entschlossenheit. Hatte er dies ausgelöst? Oder war es etwas anderes gewesen? Hm. Anscheinend bin ich Teil dieser diabolischen Geschichte. So, das hätten wir. Da geht's aber nicht weiter. Kann aber hier hoch. Oh, ich muss aufhören zu rauchen und zu saufen. Wie komme ich jetzt nach unten in den Kesselraum? Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier auf der Veranda. Treppenhaus. Geht's da nach oben oder nach unten? Garage. Essen- und Weinkeller. Ja, da muss ich hin. Die Diensttreppe. Wie komme ich zur Diensttreppe? Ist die auf der Seite? Ja. Aber die nach unten führt, nicht nach oben. Ah. Gut. Beide Wege sind möglich. Wissen Sie, Mr. Waits, ich habe ein Stück von der Scheibe gesehen, die Lisa kaputt gemacht hat. Ich glaube, sie hat die Teile versteckt, aber sie ist darin nicht besonders gut. Sie hat dieses Stück einfach in den kleinen Raum mit den Werkzeugen hinter den Boiler gesteckt. Ich habe es dort gelassen. Ich wollte sie nicht beschämen, indem ich es mitnehme, wenn sie es sieht. Stattdessen sind wir nach oben gegangen und haben Backgammon gespielt. Ich habe sie gewinnen lassen, weil sie so traurig ist. Das Stück sah aus wie jenes, das in Cassandras Zimmer ausgestellt wird. Von dem wissen Sie ja sicher schon, oder? Oder sind Ihre Augen wirklich so schlecht? Ich hoffe, Sie fühlen sich wegen Ihrer Brille nicht schlecht. Sie sehen damit nur dann dumm aus, wenn Sie die Augen zusammenkneifen. Wenn Sie vielleicht mehr Augen hätten, würden Sie solche Sachen wahrnehmen. Ihr Lieblingsgast, Grace. Grace, die Göre aus... Noch eine Scheibe für den Talisman. Dem Prolog. So wie die andere, kaputt und es fehlen Stücke. Darf ich hier nicht einsetzen? Okay. Hm. Wie er langsam die Tür aufgemacht hat, weil er Angst hatte, dass hier wieder so ein Switch kommt, ne?
Das machen Sie in meiner Küche. Ich versichere, nein, ich verspreche Ihnen, Mr. Hardwood ist nicht in meiner Küche. Und auch Sie sollten nicht hier sein. Raus hier, los! Ich wollte nicht. Verzeihung. Verdammt. Carnby stand unter Schock und war zugleich peinlich berührt. Die Haushälterin war darüber aufgebracht, ihn in der Küche herumschnüffelnd gefunden zu haben und hatte ihn aus dem Raum geworfen. Etwas war seltsam an ihr, aber es schien nicht mit dem Fall zusammenzuhängen. Also beschloss er einfach, ihr aus dem Weg zu gehen. So, wo bin ich jetzt? Kühlschranken, Alter. Ticket von der Bahn. Ich brauche den Schlüssel. Okay, warte mal. Das ist der Weinkeller. Ich dachte, ich hätte den Schlüssel für den Weinkeller. Wo bin ich? Essen und Weinkeller. Kesselraum, Küche, Speisekammer. Oder bekomme ich... Nee, aus dem Weinkeller sollte ich doch so ein Ventilteil holen, oder nicht? Aber ich kann ja hier nicht rumbasteln. Nee, will er nicht. Was stand in ihrem... Gekritzel. Da. Cassandras Zimmer aufge... Raum mit den Werkzeugen hinter dem Boiler. Das heißt also, ich bräuchte das Ventil zuerst. Und für das Ventil muss ich in den Weinkeller. Oder ist hier irgendwo noch ein Raum mit Werkzeugen? Ne, das wird wahrscheinlich der Raum sein, der hier nicht beschriftet ist. Cassandras Zimmer. Schauen wir mal, wo das ist. Da waren wir doch aber drin, oder? Grays Zimmer, Cassandras Zimmer. Wohnzimmer. Galerie. Aber da komme ich ja nicht rein. In das Zimmer. Was ist das hier? Da kommen wir auch nicht rein. Hier waren wir schon drin. Hier waren wir... auch schon drin, aber das scheint das Zimmer der Köchin zu sein. So. Das ist die Bibliothek. Kleiner Salon. Lottis Zimmer. Geh jetzt mal hier hoch. Jetzt bin ich hier. Ist fest verkeilt. Ist fest verkeilt. Ich brauche irgendwas, um diese Keile zu zerstören. Das hier ist auch zu. Okay, wir müssen irgendwas finden, um den Keil dazu zerkloppen. Das ist die Bücherei. Okay, zeig mal. Karte. Bibliothek. Ist das hier der Durchgang? Wir hier durch. So, jetzt bin ich hier. Was ist das hier für ein Zimmer? Ein Zunes-Zimmer. Das ist der große Salon. Waren wir hier schon drin? Ja, hier waren wir. Hier waren wir. Wir bräuchten irgendwas, um den Safe aufzubekommen.
Jetzt bin ich in dem Rätselbereich. Bei der Galerie. Und jetzt bin ich hier. Das heißt, also da drüben müsste ich rein. Ich brauche den Schlüssel. Wo kriege ich diesen Schlüssel her? Das muss die Uhr sein, von der Jeremy im Kollektanenbuch geschrieben hat. Das sieht wie die Scheibe aus, in der sich der Talisman ins Haus raumt. Ich glaube, das habe ich schon irgendwo gesehen. Da kommt das rein. Ich dachte, das wäre Teile für den Kessel da unten. Kann man das drehen? Bewegen. Man kann es nur bewegen. Ach, das mittlere kann man aber nicht bewegen. So. Das passt nicht. Das passt. Dazu hatte ich etwas im Kollektanenbuch gelesen. Ist ja gut, Bro. Wir kriegen's hin. War's das nicht? In welchem Buch? Irgendein Buch, sagt er. Tagebuch? Patienten? Okay, warte mal, es können ja nur noch die Teile hier sein. Hier ist Blut. Blut. Hier oben ist aber auch Blut. Wir lösen das auch so. Ja. Keine Ahnung, welches Buch er meinte. Ich denke, die Uhr ist kaputt gegangen. Oder sie ist einfach an einer exakt bestimmten Stelle stehen geblieben. Okay, was kann ich hier machen? Huh. Ah. Das kann ich drüber legen. Okay. 3, 4, 6. 3, 4, 6. Fangen wir mit dem an hier. Also das müsste auf 3. Ich glaube, so ist. Oder warte. Die Größe. 6, 4, 3. Andersrum, genau. 6. 4. Ja. Genau so. In dem schwarzen Glas ist ein Bild. Es zeigt mir etwas. Es ist der Korridor vor Jeremys Zimmer. Der Korridor vor Jeremys Zimmer. Wäre die Sammlung an ungewöhnlichen Statuen nicht gewesen, hätte die alte astronomische Uhr alle Blicke auf sich gezogen. Für Carnby war es nicht das komplexe Uhrwerk, das sie einmalig machte, sondern die seltsame Scheibe in ihrem Inneren. Sie erinnerte ihn an die Ritualbank in Miss Jacksons Seance-Raum, wo er den Talisman eingestellt hatte, um ein Portal zurück nach De Sedo zu öffnen. Er wollte versuchen, den Vorgang zu wiederholen, musste aber feststellen, dass der innere Teil der Scheibe zerbrochen war. Er würde die fehlenden Teile finden und die Scheibe wieder zusammensetzen müssen. Alright. Jeremys Zimmer. Dies hier. Das ist Jeremys Zimmer.
Warte, da vorne liegt was Neues. Emily ist da. Emily ist da. Okay, Moment, was hat mir das gebracht? Jemand hat doch gesagt, Jeremy Hartwoods Zimmer. Hm. Da kann ich nichts machen. Cassandra. Alright. Alright, was ist jetzt los? Als sein Stolz verblasste, blieb Detective Carnby mit einem Gefühl der Unruhe zurück. Er hatte erfolgreich eine gänzlich neue Welt betreten. Wie konnte das sein? Und warum akzeptierte er dies so bereitwillig? Eines war klar. Er würde keine Antworten finden, indem er herumstand und die Realität in Frage stellte. Er wusste nur das, was er im Kollektanenbuch gelesen hatte. Also brach Carnby schlicht auf, um im hasserfüllten Hügel nach Jeremy zu suchen. Der hasserfüllte Hügel? Ich habe eben gerade seine hasserfüllten Augen von innen gesehen. Ich habe es geschafft. Ich bin in einer anderen Erinnerung von Jeremy gelandet. Nicht vergessen, wir haben sehr wenig Munition. Vielleicht müssen wir wirklich Dinge werfen, ne? Können wir die Kette zerschneiden? Hallo, jemand hier? Mai 1923, Montag. Alles gut, bereit für die Lieferung. Wartung, Ölpumpe muss gewartet werden. Wenn damit herumgespielt wird, wird viel verschüttet, wenn keine sachgemäßen Vorbereitungen getroffen werden. Dienstag. Lieferung verzögert, aber abgeliefert. Wartung, Wartungsbrücke so gut wie kaputt. Mittwoch. Schürfer haben widerwillig zugestimmt, Mr. Hartwood den Grabhügel zu zeigen. Das ist ein Maler, der in der Zeitung über unsere Entdeckung gelesen hat. Er will morgen wiederkommen und einen Weg ins Innere finden. Donnerstag. Mr. Hartwoods Arbeiten dauern länger an. Arbeiter scheinen nervös wegen seiner Anwesenheit. Hartwood hat versprochen, nicht zum Lager zurückzukehren. Stattdessen hat er das Angebot von Kapitän L'Officier angenommen. Er will ihn morgen mit auf sein Boot zu der Anlage bringen. Hoffentlich hat die Sache damit ein Ende und die Arbeit kann weitergehen. Wartung, die Brücke zwischen dem Ölturm und dem Sumpfland ist eingestürzt. Vermutlich Sabotage. Gib mir lieber mal ein bisschen Munition. Danke. Eine Kugel. Eine. Ich brauche den Schlüssel. Das ist schon wirklich sehr, sehr traurig, wenn man nur eine einzige Kugel bekommt. Rost und Blut. Das Problem ist, du kannst die Dinger nicht mal wirklich mitnehmen. Verrammelt. Abgeschlossen. Du kannst die Sachen zum Werfen nicht mal wirklich richtig mitnehmen. Angestelltenschlüssel. Okay, wenn dieses Symbol mit der Barrikade ist, dann kann man den Kram immer ohne Schlüssel öffnen. Dann nehme ich mal einen kräftigen Lütten. Na gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Denkt ans Gewinnspiel, bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!